Hallo Freunde, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auf dieses Video ein Like da lasst oder eben diesen Channel abonnieren würdet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge von Tokidoki Literatur Club Plus. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der Folge. Freut mich wirklich Leute. Ich hoffe, euer Tag war ein guter. Wenn nicht, hoffe ich, dass er bei dieser Folge ein bisschen besser wird und ich euch ein bisschen aufmuntern kann mit diesem doch bisher coolen, aber weirden Let's Play mit diesem Game, Leute. Leute, wir haben hier aufgehört beim weirden Moment. Was heißt weirden Moment? Ist noch ein ziemlich romantischer Moment eigentlich, ne? Ist gar kein weirder Moment eigentlich. Ist kein weirder Moment. Ist macht so weird, das ein Game zu spielen, so. Eigentlich ist es ein normaler Moment. Also, das kann durchaus auch im Real Life passieren. Ist jetzt noch nicht komplett, ja, verrückt. Wir haben jetzt ein bisschen Interaktion mit Yuri und wir machen jetzt hier weiter, wo wir aufgehört haben, weil es war spannend, Leute, gehen wir rein, ich will gar nicht so viel reden und let's go. Ich streiche mit dem Handtuch über Yuris Gesicht und ihren Hals. Ah, stimmt etwas nicht? Es ist heiß, das ist etwas unerwartet. Entschuldige, ich wollte kein kaltes Wasser verwenden. Nachdem ich fertig bin, ziehe ich langsam meine Hand zurück. Doch plötzlich hält Yuri mein Handgelenk fest, okay? Warte, nur noch ein bisschen länger. Okay, Zweideutigkeit. Es fühlt sich sehr schön an. Ich lasse meine Hand auf Yuris Hals ruhen. Sie blickt mir in die Augen. Es ist derselbe eindringliche Blick, den ich bei ihr schon mal beim Lesen eines Buches beobachtet habe. Fast scheint sich in einer Art Trance zu finden, umhüllt von ihren eigenen Gedanken. Sie atmet sanft durch halb geöffnete Lippen. Was geschieht hier? Verursacht das Aroma des Jasminsöl bei mir dieses Schwindelgefühl? Yuri, sanfte Finger auf meiner Handgelenk senden ein aufregendes Kribbeln durch meinen Arm. Und plötzlich ist ihr Gesicht viel näher an meinem als noch vor einem Augenblick. Ah, Yuri weicht leicht zurück. Entschuldige, ich fühle mich heute etwas benommen. Ich wollte nicht so umnebelt sein. Ist schon gut. Der Moment war so schnell wieder vorbei, wie er begonnen hatte. Yuri nimmt sich wieder ihren Pinsel, aber ihre Bewegungen scheinen etwas ungenauer. Als könne sie sich nur schwer konzentrieren. Ich sage nichts dazu gezwungen, das gerade vorgefallen zu vergessen. Komischer Satz, oder? Wahrscheinlich hier falsch übersetzt. Ich nehme mir widerwillig meine eigenen Pinsel und folge Yuris Beispiel. Das sollte reichen. Ich bringe noch die letzten weißen Tupfen an, die auf den Nachthimmel die Sterne repräsentieren sollen. Im Ganzen betrachtet wirkt das Banner sehr hübsch und natürlich. Das Resultat ist besser als erwartet. Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis. Ja, ich auch. Willst du jetzt den Text draufschreiben? Noch nicht. Es muss noch erst trocknen. Das stimmt, aber wird das nicht eine ganze Weile dauern? Nun, vielleicht wäre es am besten, wenn ich es hier lasse und du bringst es morgen mit. Ich kann den Text auch vor dem Beginn der Veranstaltung aufmalen. Wäre das okay? Ja, kein Problem. Wunderbar. Wenn das so ist, dann hätten wir alles erledigt. Puh. Du sagst das so, als wärst du froh darüber, dass es vorbei ist. Habe ich mich in deinen Annahmen geirrt, dass es dir nicht wenigstens ein bisschen Spaß gemacht hat? Ah nein, das ist es nicht. Ich bin nur froh darüber, dass wir alles geschafft haben. Ich verstehe. Ich auch. Ich hatte mir etwas Sorgen wegen der Zeit gemacht. Ich muss bald das Abendessen vorbereiten. Dann hast du jetzt keine Zeit mehr? Ich hatte insgeheim gehofft, dass wir hinterher noch etwas Zeit zusammen hätten. Nun, Yuri denkt nach, es wäre zu unverantwortlich, noch länger zu warten. Es tut mir leid, ich hatte auch gehofft, dass wir mehr Zeit gehabt hätten. Das ist vermutlich meine Schuld. Tut mir leid, dass ich so langsam arbeite. Nein, es ist überhaupt nicht deine Schuld. Und am allerwichtigsten ist es doch, dass wir mit allen fertig sind, oder? Ja, also, ich sollte nicht enttäuscht oder so sein. Yuri packt ihre Sachen zusammen und wirkt dabei recht bedrückt. Ich verstehe den Grund. Es hörte sich für mich ganz danach an, dass sie nur selten Zeit mit ihren Freunden verbringen,
und sich etwas entspannen kann. Aber das bedeutet ja nicht, dass dies das letzte Mal gewesen sein muss. Ja, okay. Als Yuri alles eingepackt hat, begleite ich sie zur Tür. Danke, dass ich heute hier sein durfte. Gern geschehen, ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Sag mir einfach Bescheid, falls ich morgen noch etwas anderes mitbringen soll. Das werde ich. Also dann, Yuri steht nervös vor mir. Tja, dann also, wir sehen uns morgen. Warte, ich sage das, ohne groß nachzudenken. Wegen heute, die Zeit wollte zwar etwas knapp, aber das ist kein Problem. Wir können das ja einfach wiederholen. Du kannst einfach vorbeikommen, wenn dir danach ist, oder wir gehen zusammen irgendwo hin. Ich hatte vergessen, dass ich ja nicht so gerne, dass du so gerne ausgehst. Während ich vor mich hinstottere, lächelt mich Yuri schüchtern an. Wie dem auch sei, du weißt schon, was ich damit sagen will. Du bist sehr rücksichtsvoll, Zen. Yuri geht einen Schritt auf mich zu und drückt dann kurz meine Hände. Das mag ich an dir. Nun, wie bitte soll ich auf sowas antworten? Aber das Problem löst sich von selbst, als Yuri plötzlich zurückweicht. Oh oh, ist der Yuri? Oh oh, Leute. Nein, nicht gut. Hallo Zen. Ist der Yuri? Wir wollten da gerade nicht. Leute, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe das nicht entschieden. Ja, vielleicht doch. Nee, oder? Vielleicht hätte mir doch Sayuri wählen können am Anfang. Okay, aber damit habe ich nichts zu tun, das ist seine Schuld. Er war da Lust, mache ich nicht. Es ist okay, Zen. Ich bin nur hier, um kurz Hallo zu sagen. Tja, es ist schön, dich zu sehen. Tut mir leid, aber ich wollte gerade gehen. Ach, wirklich? Wie schade. Es tut mir leid, aber wir sehen uns ja alle morgen beim Festival, also. Das ist doch okay, oder? Natürlich. Sayuri strahlt. Ja, also, ich sehe dich morgen. Yuri ist eindeutig verlegen und eilt davon, ja. Yuri winkt ihr zum Abschied nach. Okay, ist ein bisschen unangenehm, ne? Unangenehm, Leute. Langsam wird es unangenehm, so ein bisschen hier. Alles seine Schuld, ich habe damit nichts zu tun, Leute. Yuri, ich dachte, du wolltest heute nicht vorbeikommen. Also, ich habe versucht, in meinem Zimmer zu bleiben, aber meine Vorstellungskraft ist mit mir durchgegangen. Daher musste ich herkommen und mich selbst davon überzeugen. Wovon? Wovon redest du? Weißt du, wie viel Spaß du mit Yuri hast? Und wie nah ihr euch gekommen seid? Es macht mich sehr glücklich, dass ihr so gute Freunde geworden seid. Das ist mir am allerwichtigsten. Dicke Tränen rollen Zeruis Gesicht hinab. Das ist mir am allerwichtigsten. Warum fühle ich mich nur so, Zen? Ich sollte mich doch für dich freuen. Warum habe ich das Gefühl, dass mein Herz zerbricht? Es tut so weh. Alles tut so weh. Es wäre viel einfacher, wenn ich einfach verschütten könnte. Boah, Leute, das ist nicht gut, glaube ich. Sayuri, sag sowas nicht. Es ist wahr, Zen. Wenn ich nicht hier wäre, dann würdest du nicht dein Mitgefühl an mich verschwinden. Du müsstest dich nicht mit meiner egoistischen Art herumärgern. Monika hatte recht. Ich sollte einfach... Monika? Monika hatte womit recht? Sayuri? Es ist wahr, was ich vorhin gesagt habe. Ich werde das nicht weiter zulassen. Du stellst das alles als Belastung dar, dass ich mich um dich sorgen und kümmere, aber es ist es nicht. Es macht mich glücklich. Und ich möchte es gegen nichts in der Welt tauschen, auch wenn es dein Leben lang dauert. Ich werde so lange an deiner Seite bleiben, bis du keinen Schmerz... Leute, ich muss doch mal was sagen jetzt, ne? Wir haben Entscheidungen getroffen, ja? Zum Teil haben wir auch mitentschieden. Aber der Typ, den wir spielen, der ist auch ein bisschen dumm, oder? Der ist auch ein bisschen dumm. Ist so offensichtlich, dass hier die Sayuri in uns verliebt ist so mäßig und er redet immer noch so eine Scheiße zusammen. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann es nicht verstehen. Also der Typ ist halt auch komplett lost, muss ich leider sagen, so ein bisschen. Der Typ ist komplett lost. Also wenn ich entscheiden könnte ein bisschen, würde ich was ganz anderes sagen. Nicht sowas mäßig. Gerade wenn man weiß, hier Depressionen, fühlt sich nicht wertgeschätzt und wir sind da so lustmäuchig draus. Er hat gesagt, er will ja unbedingt Yuri haben. Jetzt auf einmal doch, so, hat sich die rangemacht mäßig, wisst ihr, was ich meine? Also, ey, unser Typ ist auch ein bisschen ein Arschloch, ein bisschen, ne, kann man sagen, den wir spielen. Ein bisschen eigentlich. Er will irgendwo überall sein, so ein bisschen, wisst ihr, was ich meine? Überall soll das funktionieren, so bei ihm. Aber er checkt nicht so richtig, was Phase ist, glaube ich.
Deswegen, bisschen wieder wieder geil. Aber Siri blickt weg. Ich lege ihr zur Versicherung meine Hand auf die Schulter. Ich habe Angst, Sen. Richtig viel Angst. Wovor hast du denn Angst, Siri? Ich habe Angst, dass ich dich möglicherweise mehr mag als du mich. Ja, siehst du? Siri, das stimmt nicht, wa? Vielleicht hätten wir doch Siri wählen können am Anfang. Also nicht mal, wir wissen ja, ne, bei der Entscheidung, wo wir alle vier hatten, hätten wir vielleicht Siri wählen können, aber ey, ich muss es nochmal testen, irgendwann mal. Was dann passiert. Wirklich, ich muss es mal testen. Vielleicht gemeinsam können wir das mal machen am Ende. Ob das gegangen wäre oder nicht. Wisst ihr, was ich meine? Das interessiert mich jetzt. Ob ich jetzt der Fehler war? Wisst ihr, ich meine? Wenn ich jetzt Siri gewählt hätte, vielleicht wäre es dann gleich so weit gekommen, wie jetzt hier gekommen ist. Oder kommt dann, wie ich gesagt habe, schon, wenn man Siri wählt, steht dann wahrscheinlich, nee, sie ist doch eher, sie will nicht und so. So wie bei Monika, ne? Dass es dann doch irgendwie abgeblockt wird. Ja, kein Plan. Wir müssen uns mal testen, irgendwann mal. Stimmt nicht wahr? Es stimmt, nicht wahr? Ich war schwach und begann, dich viel zu sehr zu mögen. Ich habe mir das selbst eingebrockt. Zen, ich mag dich so sehr, dass ich sterben will. Okay. So fühle ich mich. Und das ist genug Theorie. Ich will dir nicht mehr wehtun. Ich streiche an Zuris Arm entlang und drücke ihre Hand mit meiner. Erinnerst du dich daran, wie ich dir sagte, dass ich immer weiß, was das Beste für dich ist? Glaubst du mir, dass ich immer. Glaubst du das immer noch? Siri nickt wortlos. Auch wenn du nicht all deine Gefühle verstehst, ich verstehe sehr wohl, dass du jetzt am meisten, was du jetzt am meisten brauchst. Und das werde ich dir jetzt geben. Ja, Leute. Okay, schwierige Entscheidung. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen, Leute. Ich trinke kurz was. Und das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Weil. Okay, gleich. Gib mir 2 Sekunden, Leute. Gib mir 2 Sekunden. Okay. Es ist so. Sie hat Depressionen und sehr schlimme Depressionen. Schon fast so. Das will ich gleich sagen. Leute, auch hier nochmal, lasst euch helfen auf jeden Fall. An der Stelle. So Suicide-Depressionen. Schon in die Richtung. Das ist. Übel auf jeden Fall. Sehr übel. Aber es gibt immer einen Weg heraus, Leute. Es gibt immer einen Weg heraus. Und das hat sie, glaube ich, so ein bisschen. Weil sie uns so sehr mag, glaube ich. Verliebt in uns ist und ja. Und ja, das ist eigentlich. Und wenn ich jetzt sage, wir sind immer beste Freunde, dann ist es natürlich das Schlimmste für sie, glaube ich. Dann wird eine Welt zusammenbrechen, glaube ich. Ich glaube, dann wird eine Welt zusammenbrechen für sie. Muss man ja schon sagen. Aber wenn ich Liebe nicht sage und ich weiß ja nicht, ich kann jetzt keine Liebe, also ich kann das jetzt nicht für mich entscheiden, wisst ihr, was ich meine? Weil ich kann jetzt keine Liebe entscheiden für mich. Also ich bin nicht verliebt in sie, wisst ihr, was ich meine? Wer hätte gedacht? Wisst ihr, ich meine so? Also ich kann es jetzt nicht. Ich kann jetzt so alles, was ich jetzt sage, ist gelogen eigentlich. Deswegen muss das aus seiner Sicht entscheiden. Und ich weiß nicht, ob er sie mag. Wahrscheinlich könnte man sie mögen. So, also ich könnte gelogen sein, wenn ich jetzt sage, liebe dich. Und ich könnte es jetzt nur sagen, dass sie sich besser fühlt. Aber ich glaube, das ist einzig richtig, oder? Wenn man jetzt sagt, wenn sie Depressionen hat, so krasse. Wenn man jetzt damit kommt, wir sind beste Freunde, so. Ich glaube, das würde sie zerstören, komplett brechen, glaube ich. Deswegen gibt es nur eine Wahl, Leute. Wir müssen sagen, ich liebe dich. Und hoffen, dass sie das gut findet. Und sie sich da ein bisschen beruhigt. Und dass der Typ jetzt nicht zu sehr fremd geht. Ganz halt mit den anderen Personen, Yuri und so weiter. Aber wir können nur eine Sache wählen, Leute. Wie gesagt, wir können das alles mal speichern hier. Auf andere Speicherstände. Warte mal. Da können wir das später mal irgendwann mal nochmal spielen. Dann können wir die andere Entscheidung mal machen. Aber jetzt entscheide ich auf jeden Fall so, wie ich entscheiden würde. Wie ich das entscheiden würde, definitiv. Wisst ihr, was ich meine? Und ich würde jetzt auf jeden Fall auch persönlich in Real Life, und ich weiß, ich laber sehr viel über die Entscheidung, aber es ist mir wichtig. In Real Life würde ich jetzt auch liebe dich sagen, glaube ich. Nur, dass sie sich besser fühlt auch. Auch wenn ich das wirklich tun würde, weil ich weiß, die Depressionen. Kann sein, dass die Depression nur spielt. Deswegen, dass uns reinbaitet, ne, dass wir das sagen müssen. Das kann ich mir auch vorstellen, so ein bisschen, dass sie so hinterlistig ist. Kann sein. Was tut man nicht alles, wenn man eine Person liebt? Was tut man nicht alles? Manchmal, also wirklich, Leute, es gibt ja viele Geschichten, wo Leute sich umgebracht haben, tatsächlich, was überhaupt nicht lustig ist, was heftig ist. Ne, also, ja, deswegen, wenn wir jetzt aber liebe dich sagen, weil ich muss davon ausgehen, dass es Depressionen sind, heftige, und wir das jetzt sagen. Let's go, Leute, wir gehen rein.
Und ich hoffe, es ist die richtige Entscheidung. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr gemacht hattet. Und let's go. Let's go. Ich liebe dich. Das sind meine wahren Gefühle. Daher ist es ganz unmöglich, dass du mich mehr magst als ich dich. Das hättest du mir schon viel eher klar sein sollen. Aber nachdem ich Zeit mit all dem anderen im Club verbracht habe, neue Freundschaften geschlossen habe und jeden Tag viel Spaß mit dir gehabt habe, ist mir bewusst geworden, dass du wirklich die wichtigste Person für mich bist. Daher werde ich all deine Lasten mit dir tragen. Solange wir so wie jetzt jeden Tag weitermachen, mit dir an meiner Seite weiß ich, dass wir beide glücklich sein werden. Zen. Ich glaube, das war richtig. Zuhören ahmt mich plötzlich fest. Zen, ist das wirklich in Ordnung? Ja, ich halte Zayuri in meiner Hand. Ich halte Zayuri in meinem Armen und ziehe sie näher zu mir heran. Du musst mich nie mehr loslassen. Ich liebe dich, Zen. Ja, siehst du, das war logisch. Ich glaube, wir haben das Richtige getan, hoffentlich. Ich hoffe, wir haben das Richtige getan. Ich will für immer mit dir zusammen sein. Ich auch. Ich spüre, wie Zayuri ihre Umarmung etwas lockert. Was ist das? Zayuri? Ich sollte jetzt glücklich sein. Ich hatte immer geglaubt, dass dies der glücklichste Moment in meinem Leben sein würde. Aber warum? Sogar jetzt. Warum verschwinden die dunklen Wolken nicht? Die ziehen einfach nicht weg, Zen. Schon gut, Zayuri. Es kann eine Weile dauern, bevor es wieder besser wird. Ich werde die ganze Zeit an deiner Seite sein. Ganz leicht, wie lange das auch dauert. Alles andere ist ja unwichtig. Oder jetzt unwichtig. Okay. Ich vertraue dir. Ja, war doch ein schönes Bild, oder nicht? War doch ein schönes Bild. Haben wir doch richtig. Ich finde, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Theo und ich lassen uns langsam los. Also, damit wäre das Festival am Morgen unser erstes Date, was? Was willst du damit sagen? Ich will über solche Dinge nicht nachdenken, verstehst du? Ich will, dass alles so ist, wie es immer war. Auch wenn wir tatsächlich ein Paar sind. Ich weiß nicht, ob ich momentan mehr verkrafte. Das ist alles sehr neu für mich und macht mir Angst. Ich verstehe. Du gibst das Tempo vor, und bei dem du dich wohlfühlst. Hey Zen, Sayuri blickt mich wieder an und lächelt traurig. Sogar wenn ich sehr, sehr traurig werde, das ist das Beste für mich, richtig? Ich auch nicht. Ich verstehe nicht ganz, was Sayuri damit meint. Aber ich glaube, ja, liebt es ja anscheinend so und hat das, und wir sind jetzt zusammen so und das ist ja das, was sie wollte, mäßig. Das hat sie auch glücklich gemacht, aber sie hat immer noch so ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, jeder, der Depressionen hatte, kann das nachvollziehen, dass du dich immer wie schlecht fühlst, obwohl es eigentlich dir gut gehen müsste. Und ich glaube, das mit der Depression bei ihr ist dann nicht gelogen gewesen, denke ich mal. Was ziemlich traurig ist irgendwie. Willst du damit sagen, dass dich das traurig macht, Sayuri? Ich weiß nicht. Ich verstehe meine Gefühle nicht. Als du mir gesagt hast, dass du mich liebst, fühlte sich das wie ein Strauß voller Dornen an. Aber darum will ich dir vertrauen. Okay. Du weißt, was das Beste für mich ist. Ja, das tue ich. Das verspreche ich dir. Zwar kommen diese Worte aus meinem Mund, aber ich habe mich bei Theorie noch nie so unsicher gefühlt. Ja, irgendwie schon, das ist ganz seltsam irgendwie gerade. Ich weiß, dass ich sie liebe und sie mich liebt. Aber ich kann Sayuris Gefühle genauso schwer nachvollziehen wie sie. Obwohl ich sie trösten kann, ich frage mich, ob ich mehr tun oder etwas anderes versuchen sollte. Mit diesen Gedanken werde ich mich so lange herumschlagen, bis alles wieder beim Alten ist. Meinte Sayuri das, als sie sagte, dass sie keine Änderungen will? Okay. Ich weiß nicht. Aber ich weiß, dass ich alles geben werde, was in mir steckt. Zayuri ist die allerwichtigste Person auf der Welt für mich und ich werde alles dafür tun, um eine glückliche Zukunft mit ihr zu haben. Ja, okay, das war gut, aber ich hoffe, das war okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es fühlt sich ein bisschen strange am Ende. Anfang war es eigentlich ganz schön. Mit dem Bild und so weiter habe ich gedacht, war gut. Aber das Ende gerade so war ein bisschen doch, wo man ein bisschen Fragen. Fragen wirft es auf. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Heute ist der Tag des Festivals. Ich hatte gerade deswegen erwartet, zusammen mit Sayuri zur Schule zu gehen, aber Sayuri geht nicht ans Telefon. Ich überlege kurz, ob ich zu ihr nach Hause gehen und sie aufwecken soll, aber entscheide mich dann doch dagegen.
In der Zwischenzeit sollten die Vorbereitungen für die Veranstaltung fast abgeschlossen sein. Das von Juri und mir bemalte Banner ist mittlerweile trocken, sodass ich es aufrollen und mitnehmen kann. Sie schreit mir freundlich, dass ich nichts vergessen soll und ich könnte sie schnell beruhigen. Interessanterweise denke ich über die Veranstaltung vermutlich das gleiche wie in Natsuki. Ich bin echt froh, wenn alles vorbei ist, damit ich mich mit Sayuri und Juri auf dem Festival umsehen kann. Aber so wie ich Monika kenne, wird die Veranstaltung sicher auch toll. Ja, ich hoffe. Zen, du bist der Erste. Danke, dass du so früh gekommen bist. Das ist komisch, ich hatte erwartet, dass zumindest Juri schon hier sein würde. Monika legt kleine Heftchen auf den Tisch und Klassenzimmer. Die hat sie vorbereitet und darin stehen sicherlich all unsere Gedichte, die wir vortragen werden. Ich habe letzten Endes Monika irgendein Gedicht geschickt, das ich online gefunden hatte und von dem ich annahm, dass es dir gefallen würde. Oder ihr gefallen würde. Das werde ich also vortragen. Ich bin überrascht, dass du hier ohne Theorie auftauchst. Ja, sie hat schon wieder verschlafen. Das kleine Dummchen. Man sollte doch denken, dass sie sich an so einen wichtigen Tag mehr anstrengen würde. Während ich das sage, erinnere ich mich plötzlich an das, was Sayuri mir gestern erzählt hat. Und sofort fühle ich mich schlecht, denn ich weiß, dass dies alles überhaupt nicht so einfach für sie ist. Und ich habe das nur gesagt, weil ich etwas gewohnt bin, so über sie zu denken. Aber vielleicht hätte ich sie doch aufwecken sollen. Du solltest schon etwas Verantwortung für sie übernehmen, Zen. Ganz besonders nach dem, was gestern zwischen euch vorgefallen ist. Woher weiß sie das? Du hattest sie heute Morgen schon arg hängen gelassen, weißt du? Vorgefallen? Monika, du weißt davon? Natürlich tue ich das. Schließlich bin ich die Clubpräsidentin. Aber ich stammel verlegen, ja komisch. Entweder stalkt sie uns das? Oder, ja, Theory hat ihr das erzählt. Hat Theory ihr wirklich so schnell davon erzählt, dass wir jetzt ein Paar sind? Ich wollte es ja eigentlich noch etwas geheim halten. Oh Mann, du kennst ja nicht die ganze Geschichte, oder? Geschichte, also. Keine Sorge. Ich weiß wahrscheinlich viel mehr, als du denkst. Monika ist so freundlich wie immer, aber aus irgendeinem Grund läuft es mir jetzt eiskalt den Rücken herunter. Oder hinunter. Hey, willst du dir das Heftchen ansehen? Sie sind echt gut geworden. Ja, genau. Ich nehme mir ein Heftchen vom Tisch. Oh, das sind sie wirklich. Damit werden die Leute den Club ganz, ganz bestimmt viel ernster nehmen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich blättere durch die Seiten. Das Gedicht von jedem Mitglied ist akkurat auf jeweils eine Seite gedruckt, was einen sehr professionellen Eindruck hinterlässt. Ich erkenne Natsukis und Juris Gedichte wieder. Es sind dieselben, die sie auch bei der Probe vorgeführt haben. Was ist das? Ich blättere zur Seite mit Sayuris Gedicht. Es ist nicht das, was sie geübt hatte. Das kenne ich überhaupt noch nicht. Okay. Okay, Leute. Verschwinde aus meinem Kopf, ja. Okay. Bisschen unangenehm. Verschwinde aus meinem Kopf. Okay, das ist immer selbe, oder? Verschwinde aus meinem Kopf. Hier ist was Neues. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich das tue, was für dich am besten ist. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich alles höre, was sie mir gesagt hat. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich dir zeige, wie sehr ich dich liebe. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich mit dem Schreiben dieses Gedichts fertig bin. Aber ein Gedicht ist nie wirklich fertig. Es hört nur auf, dich zu... Okay, ist ein bisschen creepy. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Also das Gedicht ist ja von Sayuri. Okay, unangenehm ein bisschen. Was ist das? Beim Lesen des Gedichts wird mir ganz komisch im Magen, ja. Zen, stimmt was nicht? Oder etwas nicht? Nix, dieses Gedicht ist ganz anders als alles, was Sayuri sonst geschrieben hat. Aber das ist schon nicht alles. Ich habe meine Meinung geändert. Ich werde Sayuri holen, also. Also gut, aber bitte beeil dich, okay? Ich verlasse schnell das Klassenzimmer. Überanstreng dich nicht. Das ruft mir Monika hinterher. Ich gehe noch einen Schritt schneller. Okay. Was habe ich mir nur gedacht? Ich hätte meinen Einsatz für Theorie zeigen müssen. Es ist doch keine große Sache, auf sie zu warten oder ihr mit dem Wachwerden zu helfen.
Es macht sie ja schon glücklich, zusammen zur Schule zu gehen, was wirklich keine große Sache ist. Außerdem, gestern habe ich ihr noch gesagt, dass sich alles so sein wird wie immer. Mehr brauchte sie euch nicht und genau das wollte ich ihr geben. Ich erreiche Terugis Haus und klopfe an die Tür. Ich erwartete keine Antwort, da sie ja auch nicht ans Telefon geht. Ich öffne die Tür und gehe hinein, genau wie gestern. Sayuri, sie hat wirklich einen tiefen Schlaf. Ich schlucke. Ich kann nicht glauben, dass sie das am Ende doch tue. Sie in ihrem eigenen Haus zu wecken, das ist wirklich etwas, was ein Freund tun würde, nicht wahr? Wie dem auch sei, es fühlt sich richtig an. Ich klopfe an Sayuris Zimmertür. Sayuri, aufstehen, Kleine. Keine Antwort. Ich wollte wirklich nicht einfach so das Zimmer betreten. Verletzt das nicht die Privatsphäre einer Person? Ja, eigentlich schon, aber man weiß ja nie, ne? Vielleicht ist ja in Gefahr, man weiß ja nicht. Deswegen würde ich das schon machen, wenn sie nicht reagiert auf Telefon. Und wenn du mit der Freundin gut befreundet bist und du sie eigentlich kennst, richtig gut kennst und sie nicht so reagiert, wie du das vermutest und sie nicht in die Schule kommt und so weiter, dann will ich auf jeden Fall natürlich das machen, ne? Oder, ihr wisst, was ich meine. Dann will ich auf jeden Fall die Tür da reingehen, definitiv, wenn ich könnte. Weil dann könnte es ja wirklich gefährlich sein, man weiß ja nie. Aber sie lässt mir keine andere Wahl, ja. Ich öffne vorsichtig die Tür. Oh mein Gott! Junge! Was ist das, Alter? Alter, WTF! Ich frag mich jetzt, es ist heftig, erstmal, es ist sehr krass gemacht. Es ist ein Aufnahmefehler aufgetreten. Dateiskript, krass. Ich glaube, also ich bin sprachlos gerade. Es ist heftig irgendwie gerade. Es ist heftig. Auch traurig irgendwie. Krass, es berührt mich tatsächlich ein bisschen. Weil man hat sich mit den Leuten so angefreundet und mit ihr so, ne? Sie war sehr cool eigentlich. Also sie war sehr sweet und so, ne? In der Persönlichkeit sehr nett und so weiter. Es ist krass, was es ausmachen kann, Depression, ne? Will ich hier nochmal gesagt, Leute, ne? Es ist wirklich, lasst euch wirklich helfen und das ist nicht mehr zur Lösung, glaube ich, Leute. Aber ich frage mich gerade auch so nebenbei, weil hätte ich das verhindern können? Hätte ich das verhindern können, Leute? Hätte ich Sayuri wählen müssen? Damals. Aber ich habe doch gesagt, dass ich sie liebe. Versteht ihr? Also wir waren doch zusammen. Sie hat doch bekommen, was sie wollte und ich eigentlich, nee, oder? Das kann es nicht gewesen sein. War das doch das. Vielleicht hat sie sich nicht umgebracht, ne? Weiß ja nicht. Vielleicht wurde sie umgebracht. Weiß ich auch nicht. Egal, wir machen weiter. Das ist crazy, aber crazy, wirklich crazy. What the? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ist das ein Albtraum? Das muss es sein. Das ist nicht wahr. Das kann unmöglich wahr sein. Sayuri würde sowas nicht tun. Bis vor ein paar Tagen war noch alles normal. Darum kann ich ja auch nicht glauben, was ich da mit meinen eigenen Augen sehe. Ich drücke mühsam einen Brechreiz. Erst gestern sagte ich Sayuri, dass ich für sie da sein würde. Sagte ich ihr, dass ich weiß, was das Beste für sie ist und dass alles wieder in Ordnung kommen wird. Warum würde sie so etwas tun? Wie kann ich nur so hilflos sein? Was habe ich falsch gemacht? Ihr zu gestehen? Ich hätte ihr nicht meine Liebe gestehen sollen. Oh, Leute, vielleicht war das der Fehler. Vielleicht hätten wir das nicht tun sollen. Vielleicht. War es das vielleicht, Leute? Kann es sein? Ich dachte, es würde sie helfen, dachte ich. Wisst ihr, was ich meine? Ist auf jeden Fall ein schönes Team im Hintergrund. Ist sehr creepy, aber auch ein cooler, geiler Team. Tatsächlich. Schon ein sehr gutes Team. Krass eigentlich. Krass, war das der Fehler, Leute? Ah,
Ich weiß es nicht, Leute. Kann das sein? Oh, nee, Leute. Das ist das Letzte, was die CEO in diesem Monat gebraucht hat. Oh, nein. Das tut mir so leid, Leute. Ich habe so Schuldgefühle. Aber sie wollen... Leute, es kann sein, dass das der Fehler war. Sie hat mir sogar gesagt, wie schmerzlich es ist, dass andere sich um sie sorgen. Ja, was hat das damit zu tun? Vor meiner Welt habe ich ihr dann meine Liebe gestanden und so dafür gesorgt, dass es ihr noch schlechter geht. Warum war ich so egoistisch? Ja, okay. Also, ja, aber ich muss sagen, ich habe das egoistisch gemacht, muss ich sagen. Ich dachte, das würde sie helfen. Ich habe es für ihr nicht gemacht, das haben wir ja gesagt, ne? Weil ich dachte, das würde ihr helfen. So mäßig. Aber anscheinend war es die komplett falsche Entscheidung. Oder das Spiel sagt es jetzt einfach so. Weiß ich nicht. Wird es auf jeden Fall nochmal machen, Leute. Definitiv. Irgendwann mal. Das ist alles meine Schuld. Oder nicht? Das Game Over, Leute. Keine Auszeit, Leute. Kein Plan. Das ist alles meine Schuld. Meine Gedanken rasen und mir fallen tausend Dinge ein, die ich hätte tun können. Ja, das finde ich so, ne? Leute, das Spiel ist sehr akkurat. Also sehr, sehr krass gemacht irgendwie. Das vermeiden. Ich war lange Zeit nicht mehr von einem Spiel so krass gehuckt, ehrlich gesagt. Krass irgendwie oder so krass beeindruckt oder niedergeschlagen. Krass eigentlich. Wenn ich nur mehr Zeit hätte oder nur mehr, wenn ich nur mehr Zeit mit dir verbracht hätte. Ach, das ist schon traurig ein bisschen. Wenn ihr zur Schule gegangen wäre und einfach nur wie immer mit ihr befreundet geblieben wäre, dann hätte ich das verhindern können. Ich weiß, das hätte ich verhindern können. Scheiß auf den Literaturclub, scheiß auf das Festival. Ich habe gerade meine beste Freundin verloren. Ich bin mit ihr aufgewachsen. Jetzt ist sie für immer fort. Ich kann nichts tun, um sie zurückzubringen. Das ist kein Spiel, dass ich einfach zurücksetzen und dann etwas anderes probieren kann. Ich hatte nur eine Chance und ich war nicht vorsichtig genug. Jetzt werde ich diese Schuld mit mir tragen bis zum Ende meines Lebens. Nichts in meinem Leben ist mehr wert als diese, als das ihre. Und trotzdem konnte ich nichts tun, was sie von mir gebraucht hätte. Und jetzt kann ich es nie mehr gut machen. Nie mehr. Leute, haben wir verloren? Ende. Krass, wir haben es komplett verkackt. Krass. Krass, Leute. Krass, krass, krass. Was ist das jetzt hier, Leute? Das ist neu, ne? Klickt ihr mal drauf, Leute. Start New Game. Okay. Was passiert hier, Leute? Ich sehe ein nerviges Mädchen aus der Entfernung auf mich zurennen. Ah, krass. Ist das... Alter, WTF, Leute. Das ist vom Spiel, Leute. Da wundert euch nicht. Glaube ich. Doch. WTF, Leute. Was spiele ich hier? Ah, die ist jetzt tot, oder was? Da sie jetzt tot ist, kann man das normal spielen, aber da sie tot ist halt. Crazy, Leute. Ich muss kurz... Leute. Können wir mal kurz rausgehen nochmal? Ich werde es hier mal speichern, kurz. Oder? Ne, warte mal. Wir gehen mal kurz raus. Weil ich will kurz was gucken. Hauptmenü. Wir gehen raus. Nein, mein Speicherplatz ist weg. Oh nein, Leute. Nein. Was heißt das jetzt? Ist es jetzt immer noch verbuggt? Also ist es immer noch so?
Ich hoffe. Nee, ach so. Ah, ja, okay. Was soll das denn jetzt? Leute, ich muss mal los nachschauen, Leute. Mit in der Folge. Es tut mir leid. Hä? Wo sind meine Speicherstände, Leute? Ich wollte echt nochmal das nochmal laden, nochmal. Die Entscheidung. Ah, nein, Leute. Gott, Leute, was ein schlechtes Ende. Wir haben ein schlechtes Ende bekommen, was wir hätten bekommen können. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. What the? Ja, weiß ich nicht, Leute, weiß ich nicht. Wir haben es komplett falsch gemacht, oder? Wir haben es komplett falsch gemacht. Alter, krass. Also, man kann das Spiel jetzt normal spielen, habt ihr gesehen, aber ohne sie ist ein Tod-TV oder so, keine Ahnung. Oder habe ich es nicht gecheckt, oder was, checke ich gar nicht. Warte mal, Leute, ich muss mal kurz was gucken. Okay, das sind die Bilder. Musik. Mail. Dateien. Charakter. LTF, Leute, was sehe ich hier? Was sehe ich hier, Leute? Zurücksetzen. Achso, hier kann man das Spiel zurücksetzen auf jeden Fall. Das ist doch wie, das gehört zum Spiel, Leute. Ich bin in Sicherheit irgendwie im Menü drin, ne? Das gehört zum Spiel hier, tatsächlich. Das ist ganz wild. Ganz wild, Leute. Verständnis. Leute, ich check's nicht. Ich verstehe nicht, warum mein Spielstand weg ist. Wisst ihr, wie ich meine? Das check ich halt nicht. Wahrscheinlich, wenn wir es gestartet haben, ne? Das war dumm, glaube ich. Das hätten wir nicht tun dürfen. Das hätten wir nicht tun dürfen, glaube ich, Leute. Ja, Leute, unser Speicherstand ist weg. Perfekt. Aber wir haben jetzt irgendwie New Game Plus mäßig, wie ihr seht. Aber sie ist jetzt tot, ist doch dumm, oder nicht? Das ändert ja alles. Das ändert ja einfach alles, oder? Das ändert ja einfach alles. Mäßig. Oder? Ah, aber es reicht mir schon nochmal zu spielen, aber ich will eigentlich. Eigentlich wollte ich das nochmal anders testen, so. Ja, dass wir halt. Das schaffen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber das werden wir auf jeden Fall nochmal machen, Leute. Ich denke. Aber ich würde sagen, erstmal, Leute, ohne Witz. Für das Let's Play reicht es erstmal so. Also, wir lassen das jetzt mal so, das Let's Play. Definitiv. Und wir werden wahrscheinlich nochmal einen Run machen. Diesen Run ohne sie. Mal gucken, was dann passiert. Aber ich glaube, ich werde da nicht alles vorlesen, so mehr. Dann werden wir einfach nur die Entscheidung durchskippen und ich werde ein bisschen. Also, wir werden einen Teil lesen. Zum Teil werde ich mir alles lesen, glaube ich. Weil ich will das Ding Run so lassen, weil das ist mal. Okay, das ist jetzt mein Run. Ich hab verkackt. Das ist unser Ende. Sie ist gestorben, tatsächlich. Ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben. Wahrscheinlich haben wir einfach. Ja, wahrscheinlich haben wir einfach da falsch gewählt, ne? Bei, wo wir sagen, wir lieben dich. Das war das Falsche. Das heißt, Leute, wir werden jetzt einmal ein neues Spiel starten, definitiv. Wir werden reingehen, also mit diesem Ausgang hier, wo sie gar nicht lebt, wo sie einfach nicht da ist. Anscheinend. So habe ich es verstanden jetzt. Mäßig. Und dann gucken wir mal, wie das ausgeht. Ja, und dann werden wir vielleicht nochmal neu, oder werde ich nochmal was Neues machen, wo wir dann testen, wie es dann ist, wenn wir sagen, wir lieben sie nicht. Versteht ihr? Also noch zwei Runs machen wir. Das werde ich vielleicht schneiden, mal gucken. Das ist jetzt das Let's Play gewesen an sich. Es hätte besser laufen können. Wir haben es ein bisschen verkackt. Aber. Ja. Kann sein, dass ich mich umentscheide. Kann sein, vielleicht sage ich auch noch, dass wir das noch mitmachen, ne? Als Let's Play. Mal gucken. Ich will mich nicht festlegen, aber so ist jetzt mal der Plan, dass wir das angehen werden. Und ich werde mal kurz reingucken, was da passiert jetzt mit euch gemeinsam nochmal. Sie ist jetzt einfach tot, oder? Ja. Sie ist jetzt einfach tot, Javi. Ja, guck mal, sie ist einfach weg. Aber was passiert denn jetzt hier? Hä? Monika? Okay, ganz anders jetzt ein bisschen. Okay, Leute, wie gesagt, das werden wir vielleicht nur mitnehmen. Mal gucken, das Let's Play. Ich bin mir noch nicht ganz sicher und vielleicht mach ich ein Video draus, ein Video und nehme das auf und schneide das ein bisschen für euch, ne? Nur zu sehen, was dann passiert. Ja, Leute. Danke fürs dabei sein bei der Folge, für das Let's Play auch. Vielleicht folgen jetzt noch zwei Videos und dann schauen wir mal, was passiert. Leute, ich wünsche euch was. Danke fürs dabei sein. Lasst gerne ein Like da, auch für dieses heftige Ende. Und lasst euch helfen, ne? Wenn es Probleme gibt und so weiter. Ich kenne das ja alles. Und ja.
Leute, danke fürs dabei sein, danke fürs Abonnieren, danke fürs Liken, danke für dieses Let's Play und wir sehen uns nochmal wieder vielleicht bei dem Game und dann schauen wir mal, was passiert. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, Leute.